Leute, es ist mal wieder Meme-Sonntag und wisst ihr, was das bedeutet? Wir packen einen, in Anführungszeichen, Meme-Decks aus. Decks? Und heute habe ich mich für Element Saber entschieden. Ich habe jetzt für Element Saber endlich dran gedacht, dass ich einmal Windrose und einmal Pyrorex mit meinen UR-Tickets hole, mit meinen Ranked-UR-Tickets, weil ansonsten bekommt man die, soweit ich weiß, ja nicht. Und ja, die spielen wir halt tatsächlich in den Deck. Eine neue Box wurde ebenfalls angekündigt, weswegen ich das Deck heute auf jeden Fall bringe, bevor die neue Box kommt. Denn die neue Box kommt, glaube ich, bei uns am Dienstag. Keine Ahnung, wann genau am Dienstag, aber ich glaube, die sollte dann auf jeden Fall am Dienstag da sein. Und dann geht's ab! Und dann geht's richtig ab, okay? Die neue Box, insane. Aber darum geht's heute nicht, da reden wir ein andermal drüber. Heute auf jeden Fall Element Saber, ein Deck, was wir uns zum Release mal angeguckt haben und was leider nicht Meta geworden ist, weil, ich weiß es nicht, es halt irgendwie nicht ganz mit Dark Lords und so weiter mithalten kann, weil die halt sehr auf Effekten aufbauen und man die Effekte relativ einfach negieren kann. Wir haben hier halt einmal Molihu. Molihu kann dann halt als Schnelleffekt, die haben ganz viele Schnelleffekte ganz nebenbei, ein Elementsäbel-Monster von seiner Hand abschmeißen, um dann halt eine Karte aus dem Feld zuzuflippen. Also eigentlich eine mobilere Kanadier. Dann gibt es nochmal hier La Paulia, der eine Gate ähnlich wie Molihu, Zauber- und Fallenkarten, wenn wir das halt ebenfalls mit dem Elementsäbelmonster machen, was wir dann abschmeißen. Durch Palast können wir halt diese Effekte auch durch Karten aus dem Deck triggern. Palast gibt auch nochmal unseren Monstern einen ordentlichen Buff. Und Elementsäbel können ganz nebenbei, wenn sie im Grave sind, einmal pro Spielzug ihre Eigenschaft verändern. Das macht insbesondere das Beschwören von Elementarherrscher Windrose oder Pyrorex halt deutlich einfacher, weil beide brauchen entweder genau 5 Windmonster oder 5 Feuermonster. Und die haben dann beide halt recht coole Effekte. Windrose zerstört halt alle Background-Karten, die der Gegner kontrolliert, während Pyrorex eine Karte auf dem Feld, eine Karte vom Gegner, beziehungsweise ein Monster zerstört. Und beide Spieler kriegen dann halt Damage in Höhe der Hälfte der Attack dieses ausgewählten Monsters. Als Ergänzung habe ich nochmal den Chaos-Hexer drin. Chaos-Hexer, ein All-Time-Favorite von mir. Kann auch in diesem Deck sehr einfach beschworen werden, weil wir dann halt aus jedem Monster hier, aus jedem Elementsäbelmonster im Grave ein Licht- oder ein Finsternis-Monster machen können, was wir dann einfach banishen. Ganz einfach. Und in dem Deck darf natürlich auch ein Alistar nicht fehlen, weil Alistar halt eine richtig gute Synergie hat. Bald kommt nochmal das Feuer-Invoked-Fusion-Monster in dem neuen Set raus, Purgatorio. Und das könnte man natürlich auch in diesem Deck drin spielen, aber ansonsten, um dann halt Magellanica oder Kokitos oder auch Caliga zu beschwören, ist das hier, glaube ich, in dem Deck so mit eines der einfachsten Aufgaben, die man überhaupt hat. Cosmic Cyclone dazu darf nicht fehlen, genauso wie Elementartraining. Elementartraining lässt uns auch ganz gut durch unsere ganzen Elementsäbelmonster cyclen. Und wir spielen als Fähigkeit unsere Wahl Schicksal ziehen, weil ich ansonsten nicht genau wusste, was wir spielen. Eine Option war eventuell Light and Dark, aber da war ich nicht ganz so sold. Light and Dark ist vielleicht sogar die bessere Option, weil du dann halt Molihu searchen kannst, beziehungsweise La Paulia oder halt auch deinen Alistar. Ja, wäre an sich vielleicht auch gar nicht so bad, aber ich glaube, Light and Dark ist sogar echt besser, aber who cares. Heute ist Meme Day, ich wollte das Deck unbedingt mal ausprobieren mit den beiden und ja, kurz vor der neuen Box eignet sich das doch ganz gut. Leute, let's go. So, das ist doch mal ein ziemlich guter Start. Wir haben einmal Palast der Elementherrscher. Wir haben dazu noch Elementsäbel Makani. Wir haben Elementtraining und wir haben Cosmic Cycling. Ich könnte jetzt nochmal einen Search vollziehen. Dadurch würde ich aber meine nächste Battle Phase skippen. Und je nachdem, was mein Gegner spielt, könnte das an sich sogar noch recht wichtig sein. Deswegen lassen wir das einfach mal. Stattdessen, warten wir mal kurz ab, was mein Gegner überhaupt spielt. Das ist Seto Kaiba. Der Dark Side of Dimension Seto Kaiba. Es könnte halt so ein Blue-Eyes-Deck sein. Ah, Cyberdark. Blue-Eyes-Cyberdark? Wahrscheinlich Blue-Eyes-Cyberdark, ne? Es gibt ein paar Leute, die das Deck spielen. Ich persönlich finde das jetzt nicht so gut, aber hey, gibt Leute, die es mögen, I guess. Okay. Gegner geht direkt in die Battle Phase. Was macht er? Greift er jetzt hier mein Monster an? Er greift mein Monster an. Alright. Also können wir jetzt hier erstmal Elementtraining aktivieren. Elementtrainingseffekt wird auch gleich genutzt. Wir opfern dich und beschwören jetzt bitte einmal Molihu. Molihu, mein Freund, was geht? Molihu ist jetzt am Start. Und Molihu darf jetzt tatsächlich sogar seinen Effekt durch Palast aktivieren. Und schickt aus meinem Deck einmal bitte La Paulia ins Grave. Damit kann ich jetzt nämlich diesen Cyberdark-Monster zuflippen. Ein schöner Effekt. So, das ist die Kombo, die wir hier mit den guten alten Boys machen können. Dann können wir End of Turn nochmal Cosmic Cyclone droppen. Cosmic Cyclone bitte einmal für die Backrow-Karte. Was wird sein? Ein Icon. Alright, damit kann ich leben.
Das hingegen ist gerade ein bisschen blöd, dass wir jetzt die Karte hier gezogen haben. Vor allen Dingen will ich jetzt nicht einfach so angreifen, weil es doch relativ wahrscheinlich ist, dass mein Gegner vielleicht einen Desperado Barrel Dragon auf der Hand hat. Und das heißt, search ich jetzt vielleicht sogar irgendetwas raus, um mein Deck auch nochmal ein bisschen zu thinnen? Oder greife ich jetzt einfach an? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Der Palastro war nicht gut. Da hätte ich mir eine andere Karte viel eher gewünscht. Wie viele Karten habe ich im Grave? 2. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Elementherrscher searchen möchte mit Elementartraining, bräuchte ich da nochmal ein bisschen Zeit. Ich weiß, ob ich angreifen soll. Eigentlich darf ich nicht angreifen. Für den Fall, dass er einen Desperado Barrel Dragon auf der Hand hat. Für den Fall, dass er einen Desperado Barrel Dragon liegt, wie gesagt, darf ich nicht angreifen, okay? Weil ich da aktuell zumindest keine Antwort drauf habe. Pyrorex wäre eine Antwort, aber den muss ich natürlich auch erstmal ziehen. Ne? So, Gegner settet erstmal wieder eine Karte und passt. So, in dem Fall können wir wieder... Wollen wir Elementtraining nutzen? An sich bietet sich das schon ganz gut an. Aber mein Gegner hat auf jeden Fall einen Barrel Dragon. Das zeigt er mir hier mit seinen Plays. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Weil ich gucken muss, wie ich da am besten rumspiele. Da muss ich halt echt gucken, wie ich da am besten rumspiele. Das ist nicht einfach. Alistar ist eine Option. Alistar ist eine sehr, sehr gute Option. Alistar ist eigentlich sogar der Traumdraw. Bei Kokitus. Ja, Kokitus sagt natürlich gegen den Barrel Dragon, mein Freund. Es hat sich ausgekokitust. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das ja ganz gut hinbekommen. Welche Karte banishen wir jetzt? Wir aktivieren den Effekt von La Paulia. So, La Paulia. La Paulia wird zu einem Wassermonster. So. Dann können wir Invocation spielen. Invocation kann jetzt unseren Kokitus rufen. Vorher ging das tatsächlich nicht, weil wir kein Wassermonster im Grave hatten. Dann können wir den La Paulia, der jetzt ein Wassermonster ist, nutzen, um Kokitus zu beschwören. So. Dann aktivieren wir den Effekt von Invocation. Invocation geht ins Deck. Alistar auf unsere Hand. Wunderbar. Ihr seht, Alistar hat in diesem Deck eine sehr, sehr gute Synergie. Ich bin mir sogar recht sicher, dass das Deck eigentlich viable sein kann, wenn man da die richtige Liste für findet. So, ich schmeiß den La Paulia aus dem Deck nochmal ins Grave. Das heißt, meine Monster kriegen auch nochmal einen schönen Attack-Boost. Und ich kann nochmal eine Karte ins Grave schicken. Und ich würde sagen, dieses Mal schmeiße ich nochmal Makani ab. So. Jetzt habe ich wie viele Karten im Grave? 4. Und ich könnte nochmal switchen. Das heißt, ich hätte nächste Runde 5. Das sieht ziemlich gut aus. Jo. Wir greifen einfach einmal mit Marlo an. Marlo greift zuerst an, weil Marlo theoretisch durch einen Desperado Barrel Dragon zerstört werden kann. Oh, alright. Ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Es ist tatsächlich ein Blue-Eyes-Deck. Aber dadurch weiß ich immerhin, dass mein Gegner keinen Desperado spielt. Alright, das ist doch auch schon mal ein Vorteil. Ich könnte jetzt nochmal gucken, dass ich vielleicht Damage pushe. An sich klingt das sogar ganz gut. Das heißt, der Marlo wird nochmal abgeschmissen. Und ich hole mir nochmal Molihu aus dem Deck. Der könnte dann nochmal eine gegnerische Karte dann zuflippen in der nächsten Runde. Und ich kriege nochmal Damage rein. Ich meine, warum nicht? Damage ist natürlich in dem Matchup ziemlich gut. Never mind, mein Gegner spielt einen normalen Kuribo. Normaler Kuribo, what the hell? Is this a budget deck? Ich glaube, mein Gegner spielt hier echt ein krasses Budget deck. So, den Palast kann er nicht banishen, aber er kann halt Elementartraining banishen. Das ist blöd. Das ist ziemlich blöd. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Schade, schade, schade. Das, ja, lässt mir jetzt nicht Pyrorex bzw. meine Windrose searchen. Aber hey, wir werden es überleben. Nochmal eine Cyberfinsternis-Zacke. Alright, kein Problem. Cyberfinsternis-Zacke rüstet den Whitestone of Ancients aus. Okay. Ja gut, den Angriff nehme ich. Ich will nämlich die in der nächsten Runde, wenn es geht, schon gewonnen haben. 700 Damage, kein Problem. Was macht jetzt bitte schön der Drachegeist des Weißen? Nichts, alright, perfekt. Und jetzt fühle ich mich eigentlich recht sicher. Jetzt auch nochmal Pyrorex auf dem Feld. Den können wir sogar beschwören. Also Pyrorex können wir tatsächlich beschwören. Ich hätte mir jetzt eher so einen Chaos-Hexer oder sowas in der Art gewünscht. Aber Pyrorex ist auch fein. Wir können es nochmal ganz geschickt machen. Will ich den Pyrorex diese Runde droppen? Ich krieg halt auch Schaden, das darf ich nicht vergessen. Wir halten beide Spieler Schaden. Ja, aber ich habe einen 2-8er-Body auf dem Feld. Wie machen wir das jetzt? Alright, ich habe eine Idee. Erstmal nutzen wir den Effekt von Makani. Makani wird zu einem Erdemonster. So, dadurch kriege ich auch nochmal 200 Attack und Defense, ist aber kein Problem.
Weil eigentlich will ich jetzt nur auf Magellanica gehen. Bei Pyrorex, ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, recht low. Ich targete und ich möchte nicht targeten. Wir machen das einfach so. So ist das, denke ich, einfach mit am besten. Und so habe ich, glaube ich, diese Runde sogar Lethal on board. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen wegen der Zeit. Time is an issue. Ja, Zeit ist ein riesengroßes Problem. Aber wir kriegen das hin. Alistar Effekt. Ne, Invocation Effekt. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Time is an issue. So, geht ins Deck. Kein Problem. Und dann greifen wir einfach mal an. Molihu geht hier rein. Das sind 1-3 Damage. Damage Step ist aktiviert. Perfekt. Und Magellanica geht auch nochmal da rein. Und das ist lethal. Das ist lethal. GG, well played. Element Sabers mit Invocation. Und ich glaube, das ist eine Engine für die Zukunft. Das ist definitiv eine Engine für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass dieses Deck, wenn später noch mehr Invocation-Karten rauskommen. Und wir kriegen jetzt die Feuer-Invocation-Karte, Purgatorio. Es gibt noch eine Wind-Invocation-Karte und es gibt noch eine Licht-Invocation-Karte. Dann wird diese Konstellation, glaube ich, wirklich Meta. Da bin ich mir an sich sogar absolut sicher. Not bad. Weiter geht's. Wie gesagt, ich bin mir absolut sicher, Leute, dass dieses Deck durchaus Potenzial hat. Ich glaube aber, wir haben hier auch wieder das Problem, dass Tal der Toten, sage ich mal, ein bisschen omnipräsent ist. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Ich würde sagen, wir droppen Makani und searchen jetzt erstmal. Makani Search. Dadurch schmeiße ich jetzt die zweite Makani ab und hole mir einfach mal Molihu aus dem Deck. Das Deck cycelt auch sehr, sehr gut durch sich selbst, was ich sehr, sehr nice finde. So, 1300 Damage nochmal reingedrückt hier. Klar, die Hand, die ich gerade habe, ist ein bisschen blöd. Ich habe halt literally alle meine Zauber- und Fallenkarten gemisst. Aber das ist okay. Ist in Ordnung. So, jetzt haben wir den Cosmic Cyclone. Das ist in Ordnung. Und wie gesagt, Windrose braucht genau 5 Windmonster an unserem Friedhof. Wenn wir den dann beschwören, geht's ab. Muss nochmal gucken, wie das bei der Windrose war. Und ich muss jetzt auf jeden Fall schauen, dass ich nochmal ein paar Karten ins Grave bekomme. Soll ich vielleicht La Pauia einfach droppen? Ich glaube, La Pauia kann ich nächste Runde droppen. Molihu wäre jetzt nicht so geil. Lass uns Marlo droppen. So, Marlo darf jetzt gerne La Pauia abschmeißen. Ist halt blöd, dass ich meine wichtigste Karte, meine Spielfeldzauberkarte nicht habe. Dadurch mache ich jetzt einfach recht viel, in Anführungszeichen, Minus. Was schade ist, aber es ist okay. Jetzt können wir aber zumindest ein bisschen pressuren. Was ist das für eine Karte beim Gegner? Ah, Scrappy Boy. Also es ist doch tatsächlich ein Invoke-Deck von meinem Gegner. Aber er spielt nicht Zauberleitung. Das heißt, er muss jetzt von sich aus sein Alistar ziehen, richtig? Laune des Tyrannen. Biete ein Monster als Tribut an. Alle offenen Monster auf dem Spielfeld, die du besitzt, bleiben von Fallenkarten unberührt. Alright. Ich habe halt keine Fallenkarten, deswegen ist mir das eigentlich recht. So, ich hoffe jetzt einfach, es kommt kein Invocation OTK. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir den Gegner nochmal Cosmic Cyclone geben. Cosmic Cyclone und die verdeckte Karte. Ah, eine Counter Trap. Yo, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich habe nur 3 im Grave und ich habe nur 2 Element Saber Karten auf der Hand. Ich könnte halt erst searchen, danach mit Molihu abschmeißen und dann halt nochmal die Windrose aufs Feld klatschen für einen Body. Aber an sich brauche ich das nicht. Das wäre auch ein bisschen riskant. Stattdessen hole ich einfach den jetzt aufs Feld. Wenn die zerstört werden, ist alles Gucci. Cosmic Cycle, um irgendwelche lästigen Karten zu removen. Das passt eigentlich. Ja. Und wir haben Elite. Was zum Teufel. Okay, Element Saber Beatdown. Aber ich merke jetzt natürlich, wenn man den Palast hat, dann laufen die Kombos viel besser ab. Und man hat da wirklich... Man ist da nicht ganz so... Ja... Beziehungsweise man kann halt einfach seine Hand stacken. Ansonsten verliert man sehr, sehr schnell Handkarten, wenn man die ganzen Effekte triggert. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, diesmal haben wir den Palast und wir spielen sogar gegen Dark Lords. Und mein Gegner setzt 3 Karten und passt. So, das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil eine von diesen Karten die wichtige Karte ist. Und die müssen wir hitten. So, erstmal spielen wir den Palast der Elementherrscher.
kommt jetzt ein Cosmic Cyclone des Gegners. Perfekt. Das heißt, jetzt haben wir nur noch zwei Karten, die theoretisch hier nerven können. Okay, jetzt haben wir noch zwei Karten, die hier theoretisch nerven können. So, ich muss aber in diesem Matchup die eine Karte des Gegners hitten. Die eine einzige Karte. So, wie ist es eigentlich mit dem Effekt? Ah, da gehen wir einmal pro Spielzug. Okay, einmal pro Spielzug Effekt ist das. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt zweimal Elementartraining haben. Aber wir haben einen Cosmic Cyclone. So, der darf jetzt gerne einmal direkt angreifen. Weil das ist guter Damage. Und sobald wir einmal die Dark Lord Trap hitten, hat mein Gegner ein Problem. Ich meine, jetzt habe ich ein Problem, okay? Aber ich kann theoretisch noch ein bisschen stallen. Das ist mein Vorteil. Alright? So, und in dem Moment, wo ich The Sanctified Dark Lord sehe, muss ich The Sanctified Dark Lord auf jeden Fall hitten. So, jetzt hat er der X-Shell getopdeck. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Topdeck, weil er jetzt hier schön cyclen kann. Keine Ahnung, was das für eine Handkarte ist. Nasten. Oh, das war ein guter Topdeck. Das war ein sehr, sehr guter Topdeck. Anyways. Okay, da ist Banishment. Banishment werde ich nicht hitten. Aber mein Gegner wird jetzt wahrscheinlich einfach Contact spielen. Genau. Contact searchen, Contact droppen. Das ist jetzt der Härtetest. Auch wenn mein Gegner einen weirden Skill spielt, aber das ist okay. Ich muss The Sanctified Dark Lord, wie gesagt, hitten. Wenn ich The Sanctified Dark Lord hitte, ist eigentlich alles in Ordnung. So. Okay, Dark Lord X-Shell aktiviert ihren Effekt. Ist natürlich auch blöd, dass er mir jetzt den Palast gehittet hat. Ah, der Cosmic Cyclone war nicht so geil. Ist in Ordnung. Warum nutzt er nochmal Banishment? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum er jetzt in der Situation nochmal Banishment nutzt. Aber für mich sieht das auch in dieser Runde nicht so gut aus. Sobald, er searcht die Sanctified raus. Das macht die Sache natürlich nochmal einfacher. Oh, wenn er jetzt Sanctified... Oh, that's a mistake. That's a mistake und das freut mich. Ich mache meinen Toggle an. Ich hitte jetzt erstmal das Sanctified Dark Lord. Das heißt, die Karte ist weg. Das Ding ist, er spielt Lächeln der Fee. Das heißt, Life Gain ist für ihn trotzdem noch eine Möglichkeit. Aber wir können Elementartraining nutzen. Und mit Elementartraining können wir jetzt Molihu erstmal cyclen. So, und wir holen uns irgendwas raus, was wir hier eher benötigen könnten. Lass mal schauen. Vielleicht irgendwas, was searchen kann, I guess. Unsere, Wind. Oder Windmädel, Makani. Ein Palast wäre jetzt schön. Kann ich die Karte nochmal aktivieren? Aber den Effekt könnte ich nicht nochmal nutzen, oder? Oder kann ich den nutzen? Oh, doch, ich kann den Effekt nochmal nutzen. Perfekt, das heißt, wir können jetzt hier schön cyclen. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und dieses Mal hole ich mir Malo. So. Alright. Andersrum wäre es jetzt besser gewesen. Aber ich wusste nicht, dass die Effekte von der Karte cyclen. Ich dachte einmal pro Spielzug. Wir ziehen Alistair. Das ist ziemlich gut. Alistair ist ziemlich gut. Alistair carried hier natürlich nochmal in dem Deck jetzt. Wie gesagt, wir spielen gegen Dark Lords. Das heißt, gegen Dark Lords können wir halt die Karten des Gegners banishen. Das ist nicht zu unterschätzen. Mein Gegner hat nur noch 1100 Life Points. Wenn er in der nächsten Runde keine Fee zieht, hat er ein Problem. Sanctified Dark Lord ist keine Option mehr. Forbidden Lands. Das ist hingegen schon ein Problem. Forbidden Lands ist ein Problem. Never mind. Forbidden Lands, was? Ich bleibe von den Effekten von anderen Zaubern fallen. What? Warum hat mein Gegner das gemacht? Weil ich jetzt den Effekt nicht nutzen kann. Das ist natürlich recht schlau von ihm. Das ist schon ziemlich schlau von meinem Gegner jetzt. Aber nächste Runde triggert immerhin mein Destiny Draw. Ja gut, dann müssen wir abgeben. Was anderes bleibt uns gerade nicht übrig. Mein Gegner kann nochmal einen Effekt nutzen. Ja. Oh, mein Gegner hat Connection Issues. Hat mein Gegner keine Lust mehr. Mein Gegner muss jetzt in dieser kommenden Runde gewinnen. Er muss in der kommenden Runde gewinnen. Weil ansonsten habe ich den Win. Und wenn es geht, Konami, bitte nicht Lächeln der Fee triggern. Weil dadurch könnte er zweimal noch seine Effekte genau aktivieren. Drawface, Lächeln der Fee. Ich wusste ganz nebenbei gar nicht, dass Forbidden Lands auch Fusionen negiert in dem Fall. Oh, er hat Banishment bekommen. Ist das jetzt unbedingt besser, weil er jetzt Contact nochmal searchen kann? Ich meine, er kriegt keine Life Points. Er kann diese Runde nur einmal den Effekt aus dem Grave nutzen. Ich glaube, aus der Sicht ist das schon okay. Oder okayisch, sage ich mal.
weil ich sollte diese Runde auf jeden Fall nicht überleben. Und wenn er in die Offensive geht, habe ich meinen Destiny-Draw. Kannst du bitte an deiner Internet-Connection feilen? Ich habe heute nicht so viel Zeit und ich würde dieses Game eigentlich gerne reinnehmen. Ich meine, wir haben Sanctified Dark Lord gehittet. Wenn mein Gegner jetzt Connection-Issues hat, wie gesagt, dann müssen wir das im Kopf nachspielen. Weil ich das Game eigentlich gerne reinnehmen würde. Okay, das ist Ärger. Also, mein Gegner würde jetzt eine Karte searchen. Welche Karte würde mein Gegner jetzt in der Situation raussearchen? Ich würde sagen, er würde wahrscheinlich einfach einen Contact raussearchen. Oder eine X-Shell, das geht natürlich auch. Spiel das aus, bitte. Ich will das ausspielen, mein Gegner. Ja? Meme-Sonntag, mach mir meinen Meme-Sonntag nicht kaputt. So, X-Shell-Effekt, was schmeißt er ab? Superbia wäre natürlich sehr, sehr gut für ihn, wenn er jetzt Superbia abschmeißt. Aber er müsste dann Contact nachziehen. Er schmeißt Desire ab. Okay, das ist natürlich auch nochmal umso besser für mich. Das heißt, ein Desire ist weg. Banishment hat er diese Runde schon aktiviert. Er hat Deckkarten, zieht zwei Karten. So. Mach hinne. Mach hinne, Bro. Mach hinne. Ja? Lass dir bitte nicht so viel Zeit. So. Alter, was ist das denn hier für Internet? Wo kommt der Typ her? Asiate. Ich dachte, ihr habt gutes Internet. So. Er geht auf 100 Life Points runter. 100 Life Points. Das ist das letzte Mal, dass er jetzt Life Gain hat. Zumindest in diesem Spielzug. Okay, das heißt, er kann nur einen Effekt von seinen Dark Lords aktivieren, um was aus dem Grave zu aktivieren. Er scheint sich für Contact, was voll okay ist. Also, das heißt, he's building a wall. He's building a wall, K-Kona. Und das alles ganz nebenbei. Wir sind immer noch im Game drin, obwohl er uns Turn 2 den Palast weggeballert hat, okay? So, das heißt, mein Gegner würde jetzt ein Monster in Verteidigungsposition spielen. Er hat einen Desire weg. Okay, er hat immer noch seine Normals sammeln. Er könnte noch auf Desire gehen. Desire könnte seinen Effekt nutzen, aber ich könnte dann... Mann, das ist doch ätzend, Mann. Ich hätte das Spiel gewonnen. Ungelogen, ich hätte das Spiel gewonnen, weil ich das eigentlich ganz gut gespielt habe. Okay, und obwohl der mir meinen Alistair und so blockiert hat. Aber die Liste von meinen Gegnern, ich weiß es nicht. Die hat mich jetzt eh nicht so überzeugt, vor allen Dingen mit dem Skill. Aber in der Regel, Leute, Cosmic Cyclone. Ihr müsst gegen Dark Lords mit Cosmic Cyclone, ja, wenn ihr die Option habt. Immer das Sanctified Dark Lord hitten. Wenn ihr Sanctified Dark Lord, das ist die Trap, die auf 1 ist, wenn ihr die hittet, hat euer Gegner in normalen, gewöhnlichen Listen keinen Zugang mehr, Life Points zu generieren. Das heißt, er muss mit seinen Effekten, oder er ist mit seinen Effekten ein bisschen eingeschränkt, ja? Und ihr könnt dann daraufhin irgendwie mit ein bisschen Kampfschaden schon immer Druck aufbauen, weil der Gegner dann natürlich immer weniger oder immer seltener seine Effekte der Monster nutzen kann. In dem Fall haben wir es ganz gut gespielt. Wir haben halt Turn 1 unseren Palast wegen einem Cosmic Cyclone verloren, was halt ärgerlich ist. Normalerweise würde das nicht gehen, weil wir halt unsere Trap haben. Unsere Trap verhindert, dass halt unser Palast angetargetet werden kann. Aber der Palast ist in diesem Deck die wichtigste Karte. Und das Deck, ganz ehrlich, es ist aktuell vielleicht nicht tier-worthy. I don't know, ja. Aber es hat so viel Potenzial, vor allen Dingen mit der Invoked Engine. Und ich werde dem Deck ganz oft noch die Chance geben und gucken, dass ich das irgendwie zum Laufen bekomme. Gerade wenn Purgatorio draußen ist. Weil dieses Deck hat Potenzial, es ist nice und es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns dann wieder. Vielleicht ist übermorgen dann direkt das erste Video am Start mit der neuen Box. Würde ich natürlich feiern. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr in Zukunft gerne sehen würdet. Vielleicht auch aus der neuen Box, ja. Black Wings habe ich gehört. Ja, Black Wings kommen direkt Day One, versprochen. Und ja, haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao, euer Regi. Yum, 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 yum.